Das Mandrell wird verwendet, um Holzrohlinge, aus denen der Kugelschreiber gedrechselt wird, in die Drechselbank einzuspannen. Zwischen die Holzrohlinge werden Abstandshülsen mit unterschiedlichen Durchmessern gesteckt. Diese bestimmen so den Durchmesser des Kugelschreibers am Ende, in der Mitte und an der Spitze. Die Rohlinge sind bereits gebohrt. Eine Messinghülse wurde eingeklebt. Die Enden sind rechtwinklig zur Messinghülse plan gedreht. Der deutlich zu sehende schwarze Strich wird vor dem Trennen des Holzrohlings aufgebracht. Er stellt sicher, dass der Maserverlauf im Kugelschreiber gewährleistet ist. Der Buchstabe C dient lediglich der fortlaufenden Kennzeichnung, wenn mehrere Kugelschreiber auf einmal gedrechselt werden. Im nächsten Arbeitsschritt wird mit der sogenannten Schrubbröhre die grobe Form des Kugelschreibers vorgedrechselt. Die endgültige Formgebung des Kugelschreibers erfolgt mit dem Drehmeißel. Der Drehmeißel ist der Hobel des Drechslers. Es wird eine einwandfreie, glatte Oberfläche erreicht. Der Unterschied zwischen den beiden Oberflächen ist deutlich zu erkennen. Zur Orientierung sei angemerkt, dass auf der linken Seite die Endkappe mit dem Clip, auf der rechten Seite die Spitze und zwischen den beiden Holzteilen der Mittelring montiert wird. Für den nächsten Arbeitsgang, das Schleifen, wird die Handauflage entfernt und die Drehrichtung geändert. Ich schleife die Stifte von Körnung 240 bis Körnung 600. Zum Schluss wird bei stehender Maschine die Oberfläche mit Körnung 600 in Längsrichtung geschliffen. Im nächsten Arbeitsschritt wird als Beschichtung Karnauberwachs aufgeschmolzen. Dazu wird vorher mit einem Pinsel der Schleifstab entfernt. Karnauberwachs wird aus den Blättern der in Brasilien wachsenden Karnauberpalme gewonnen. Das Schmelzen des aufgeriebenen Wachses unter der Reibung des Tuches
ist hier gut zu erkennen. Zum Schluss wird die Oberfläche mit einem sauberen Tuch poliert und vorhandene Wachsreste an den Enden entfernt. Der Kugelschreiber ist fertig gedrechselt. Die Mechanik kann im nächsten Arbeitsschritt montiert werden.